Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Also, heute machen wir mal ein betreutes Gucken mit einem Herrn, der eine etwas andere Meinung zum Klamiwandel hat als ich. Was macht man noch da aus? Im Hintergrund rauschen. Gut. Hat alles in seinem Video sehr sachlich argumentiert und hat es auch gut recherchiert. Ich habe auch in seiner Auslegung im Grunde keine Fehler gefunden. Ja. Interessant war es also auf jeden Fall. Kann ich empfehlen, dass ihr euch das anguckt. Ja, hören wir mal kurz da rein. Heute beschäftige ich mich mal wieder etwas intensiver mit dem Klimawandel oder besser dem sogenannten Treibhauseffekt. Gibt es den nun und wird er vom Menschen in des Wortes allertiefster Bedeutung befeuert oder ist das alles eine Lüge? Von einer Klimalüge oder Klimahysterie hört und liest man in letzter Zeit ja durchaus öfter. Und es werden verschiedene Personen oder Gruppierungen beschuldigt, uns mit falschen oder übertriebenen Aussagen zum Klimawandel in eine von ihnen gewünschte Richtung zu steuern. Klaus Schwab und das Weltökonomieforum werden da genannt, der so eine Art Weltdiktatur der Superreichen errichten möchte. Ja, das kann man so sagen. Al Gore soll auch dahinter stecken, der war... Ja, das soll, das tut er ganz offensichtlich mit seinem CO2-Handel. Viele Jahre im US-Senat, später Vizepräsident. Und nachdem er als Präsidentschaftskandidat gescheitert war, erfand er den Klimawandel, um mit seinen Büchern und Filmen zu dem Thema unfassbar reich zu werden. Wer behauptet denn sowas? Also, den Klimawandel gibt's ganz offensichtlich. Und die Frage, die im Raum steht, worauf der Typ eigentlich auch hinaus will, ist... Wie groß ist der Anteil des Menschen am Klimawandel und hat er überhaupt einen Einfluss darauf? Die Grünen werden auch gerne als Schuldige hergenommen. Die wollen uns mit dem Narrativ des Klimawandels in einen linken Ökototalitarismus führen. Ja, das tun sie gerade. Das sieht man in der aktuellen Politik. Ich sag nur Verbrennerverbot. Bis in 12 Jahren zum Beispiel. In jüngster Zeit wurde dann auch... Oder dieses Heizungsgesetz. Also einfach mal die normalen Heizungen, Gasheizungen, alles verbieten und Wärmepumpen verordnen. Die dann... zufälligerweise noch von Firmen hergestellt werden, die mit dem Wirtschaftsminister, dem grünen Wirtschaftsminister verbunden sind, irgendwie Mietern B. Greta Thunberg bzw. Fridays for Future bezichtigt, den Klimawandel zu überdramatisieren, um uns Alten unsere Errungenschaften wie Verbrennerautos und Gasheizungen wegnehmen zu können. Ja, also Greta Thunberg hat ja gesagt, wir müssen alle Angst haben. Und meine Erfahrung ist halt, aus der Angst heraus trifft man selten gute Entscheidungen. Und da haben unsere Systemmedien, anders kann man sie ja nicht nennen, haben da leider das junge Fräulein für ihre Zwecke, für ihre Agenda, hochstilisiert und vorgeführt. Ne? Haben sie ja bis in die UN geschleppt. Das arme Mädel.
Gibt es also einen Zusammenhang zwischen CO2 und dem Klima oder hat vielleicht doch die AfD recht, die in ihrem 2021er Wahlprogramm schrieb? Darum geht's also. Es geht hier im Wesentlichen darum, die böse AfD zu widerlegen. Das ist die eigentliche Debatte, die dieser Mann führen will. So, dann könnt ihr euch das ganze Ding angucken. Und wie gesagt, es ist alles gut argumentiert, sachlich, belegt alles. Ich spring mal vor Richtung Fazit. Ungefähr da. Erfolgreich, die damals in die Welt gesetzten Märchen werden von manchem selbst über 40 Jahre später noch rezitiert. Wer übrigens bis hierher aufmerksam zugehört hat, wird festgestellt haben, dass bisher, und so viel kann ich auch schon spoilern, bis heute, dass ein ernstzunehmender Wissenschaftler behauptet hat, nur das vom Menschen freigesetzte CO2 würde allein den Klimawandel auslösen. Genau. Ja, warte mal, müssen wir nochmal hören. Sollte. Wie wir heute wissen, leider durchaus erfolgreich, die damals in die Welt gesetzten Märchen werden von manchem selbst über 40 Jahre später noch rezitiert. Wer übrigens bis... Also die damals in die Welt gesetzten Märchen, da geht ja zum Beispiel darauf ein, dass manche Wissenschaftler geglaubt haben, ein höherer CO2-Anteil könnte eine neue Eiszeit auslösen. Er hat nicht erklärt, wie die darauf gekommen sind. Er hat behauptet, es ginge allein darum, dass dann mehr Staubpartikel auch in der Luft seien, die das Sonnenlicht abdunkeln. Aber tatsächlich ist es halt so, dass dieses Molekül, also das CO2 als chemische Verbindung ist ja der schwerere Anteil in der Luft. Und eine schwerere Molekülverbindung in der Luft braucht auch mehr Energie, um sich zu erwärmen. Was dazu führt, dass sich die Umgebung, also die anderen Anteile in der Luft, herunterkühlen. Den Gedanken hat er zum Beispiel nicht in seinem Video geäußert. Hierher aufmerksam zugehört hat, wird festgestellt haben, dass bisher, und so viel kann ich auch schon spoilern, bis heute, nicht ein ernstzunehmender Wissenschaftler behauptet hat, nur das vom Menschen freigesetzte CO2 würde allein den Klimawandel auslösen. Genau. Ja, es gibt auch noch andere gefährliche Klimagase. Also stellt sich doch schon mal die Frage, warum stürzt sich die gesamte Debatte und die gesamte Politik ausschließlich auf das CO2? Genauso wenig wie irgendjemand behauptet hat, der menschliche Anteil am Klimawandel würde die Menschheit ausrotten oder gar die Erde vernichten. Doch, die Greta Thunberg hat das unter anderem behauptet, die du am Anfang selber erwähnt hast. Sowas gehört ins Reich von Religionen und wenn die Klimaforschung irgendetwas nicht ist, dann etwas Religiöses. Die Klimaforschung sicherlich nicht, aber was unsere Politiker daraus machen, es hat einen religiösen Charakter, weil die Seite der Wissenschaft, die das Gegenteil behauptet, komplett ausklammern. Zum Beispiel mit solchen Behauptungen, wie 97% aller Wissenschaftler seien sich einig, dass der Klimawandel menschgemacht sei, was einfach nicht stimmt. Wie ein gewisser Markus Hiedler mit Geschichten aus Wikihausen herausgefunden hat. Warum folgen dann aber gefühlt immer mehr Menschen dem Narrativ der Fossilkonzerne komplett gegen ihre Wissenschaft und Vernunft? Nun, die Antwort ist leider so simpel wie traurig. Angst. Angst vor Veränderungen, Angst, bestehende Besitzstände zu verlieren, Angst vor allem, was neu und modern ist. Ja, wer macht denn Angst?
Soweit ich mich erinnern kann, hat besagt Greta Thunberg vor der Vereinten Nationen davon gesprochen, dass wir alle jetzt Angst haben müssen, weil wir ausgelöscht werden. Und aus dem gleichen Grund kleben sich diese übrigens vom Wirtschaftsministerium bezahlten Klimakleber auf die Straße, weil sie Angst haben, dass wir alle aussterben. Ja, also nicht die AfD erzeugt hier Angst. Ich möchte diese Partei nicht in Schutz nehmen. Ich möchte einfach nur sachlich argumentiert, dass meinen Standpunkt wiedergeben. Ja. Ich fürchte, gerade wir Deutschen sind dafür besonders empfänglich. Da einfach viel zu viele glauben, wirklich etwas zu verlieren. Für heute möchte ich aber an dieser Stelle enden, denn die 80er Jahre möchte ich euch gerne in einem gesonderten Video vorstellen, in dem ich euch eine Aussage von Carl Sagan vor einem US-Kongressausschuss zum Klimawandel bespreche. Ich muss mal schauen, ob ich das in einem Video mache oder sogar auf mehrere verteilen muss, denn ich möchte da an verschiedenen Stellen noch mehr Kontext dazu geben, um zu verdeutlichen, dass praktisch alles, was damals bereits zwar bekannt, aber von den Wissenschaftlern selber noch mit Unsicherheit belegt wurde, heute schlicht bewiesen ist. Wenn ich also das Thema wissenschaftliche Das gehört ja zur Wissenschaft dazu, dass eine These in den Raum gestellt wird und andere Leute dann hingehen und schauen, lässt sich diese These beweisen oder widerlegen. Das hatten wir bei der Frage, ob die Erde oder die Sonne im Mittelpunkt von unserem ist. Und das hatten wir bei der Frage, ob die Erde flach oder rund ist. Und der Mensch neigt halt dazu, andere erstmal zu steinigen, dann Stück für Stück. Kommt das dann raus oder nicht raus, was jemand vorher mal behauptet hat? Oder auch die Evolutionstheorie wurde verteufelt. Ja. Also, es ist nicht die Evolutionslehre, wie manch einer behauptet, sondern es ist die Evolutionstheorie. Und der Charles Darwin ist ja seines Lebens nicht mehr froh geworden und heutzutage sagen wir ja, das ist eine Theorie, die am ehesten belegbar ist. Des Klimawandels interessiert und das sollte es, denn es betrifft uns mehr oder weniger alle, dann abonniert gern diesen Kanal. Ach ja, und wenn euch mal wieder jemand erzählt, der Treibhauseffekt wäre nur im Labor nachgewiesen, dass man die echte Atmosphäre gar nicht vergleichen könne, dann fragt den die oder dasjenige doch einfach mal danach, wie er sie erst darauf kommt, dass CO2 gut für Pflanzenwachstum wäre. Keine Sorge, das sind zu 99% die gleichen und die Antwort darauf ist der Witz an der Sache. Auch die Wirkung von CO2 aufs Pflanzenwachstum ist nur im Labor oder genau gesagt im Treibhaus erforscht. Es gibt ein Projekt für einen Freilandversuch im Amazonas, das war's dann aber auch schon. Und ja gut, wir haben halt den CO2-Anteil im Freien und das ist ja das Paradoxon an dieser Aussage, kannst ja nur im Labor gucken, was passiert, wenn der CO2-Anteil in der Luft steigt, um das mit dem jetzigen Wachstum zu vergleichen. Also, diese Aussage macht keinen Sinn. Aber ich befasse mich ja auch länger schon mit dem Thema und mal gucken einfach mal zusammen. Kann ja nicht so schwer sein herauszufinden, was uns der Mann in diesem Video unterschlagen hat. Pass auf. Da. Telefon habe ich im Verlauf drin. Und dann haben wir hier. War doch gerade da. Was sind.
Ja, gucken wir mal da. Also dieser Quelle glaubt dieser Mann bestimmt noch am ehesten. Die Faktenchecker von Korrektiv, bezahlt von... Warte mal. Gehen wir mal dahin. Einen neuen Tab. Ansicht habe ich hier 200%. 150. Da auf. So, dann gehen wir da mal rein und dann schauen wir mal über uns. Transparente Finanzen. Ja. Neuen Tab. Ja, was Bericht. Ah, gegendert ist ja auch. Ja. ja. Ja, es gibt Spender und Journalist. Gott. Dann kann man da drauf gehen, dann kann man runter scrollen und dann kann man gucken. Bla 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 bla. Da sieht man schon, wer das mitfinanziert. An der Stelle meine Empfehlung ist der Kanal Clownswelt. Die befassen sich da tiefer mit Korrektiv. Da stehen sie alle. Ganz am Schluss. Die Deutsche Telekom, ja, bitte, die zitiert. Ja, noch eine Stiftung bei der Deutschen Telekom. Ja. So spontan, ne? Wie gesagt, der Kanal Clownswelt geht da eher drauf ein. Der hat das alles zerlegt, wer hinter was steckt. Da. Ja, auf jeden Fall was spenden wir nicht. Das, für den Mist gebe ich kein Geld aus. Also, hier haben wir Korrektiv Faktencheck. Behauptung. Die böse AfD hat also behauptet, ja, wisst ihr, das Video habe ich als Kurzvideo auch bei mir geteilt. Der fahle Robert, fraktionsloses Mitglied im Deutschen Bundestag, AfD-Politiker, ein Linker, soweit ich das beurteilen kann, also ein Linker im feindlichen Lager. Oder ein Linker, der die Seite gewechselt hat. Behauptet, trotz Rech, es seien
Es seien 4% des CO2 vom Mensch gemacht. Der Faktencheck stellt fest, größtenteils falsch. Bla 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 bla. Ja, dann wollen wir mal ganz weit runter scrollen. Ich erspare euch den ganzen Mist hier. Erklären Sie uns, dass die Natur könne ihren eigenen CO2-Anteil aufnehmen, den sie in die Atmosphäre bläst, aber den unseren hier könne sie nicht aufnehmen. Zeigen uns noch diverse Grafiken, Quellen. Wo war's denn? Ich möchte euch gerne die entsprechende Stelle markieren, weil, wie gesagt, größtenteils falsch. Ach, genau, da ist es doch. Hier, also rausgefunden. Also die Aussage, dass es 4% Menschen gemacht sind, ist größtenteils falsch. Es sind etwa 4,9%. Also, rund 20stel, aber 19/20 sind nach wie vor aus der Natur. Und der Vergleich ergebe keinen Sinn. Aber natürlich ergibt der Sinn. Es gibt ein jährliches CO2-Aufkommen und wie groß ist der menschgemachte Anteil? Und natürlich kann man aufgrund der gegebenen Datenlage sagen, wie groß ist eigentlich der Anteil des CO2-Ausstoßes von Deutschland und inwiefern macht das dann Sinn, dass nur Deutschland sich an der Bekämpfung des Klimawandels beteiligt. Also es ist schon absurd, das zu sagen, dass man das nicht vergleichen könne. Also die böse AfD hat recht gehabt. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Dann gehen wir mal hier rein. Kurz. Studio. Mein Filmtipp. Inhalte. Videos suchen. Was? Nein. Ich will die nicht bearbeiten, ich will die angucken. Wäre halt schön, wenn es noch einen Ton gäbe. Achso. Der gesamte Irrsinn Ihrer Klimaschutzpolitik, welches man nicht retten kann, das Klima, der geht aus einer einzigen Berechnung hervor. 78% unserer Luft ist Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% sind Edelgase und Spurengase wie Kohlendioxid. Der CO2-Anteil beträgt 0,04%. Wie gesagt, korrektiv will herausgefunden haben, dass diese Aussage größtenteils falsch ist. Es sind 4,9%. Jährlichen CO2-Ausstoß produziert die Natur selbst 96% und lediglich 4% sind menschengemacht. Da war was. 4% von 0,04 ergeben 0,0016% menschengemachtes CO2. Ist dann halt ganz kleines Muggesäckel höher. Wir sind dann bei 0,02 oder so. Der Anteil Deutschlands daran ist 1,76%. Deutschland. Das ist auch ein Faktum, ne? Die 1,76%. Ich habe mal in meiner Community einen Zeitungsschnipsel hier aus dem
aus der lokalen Propagandaschmiede geschickt. Das Saarland bekämpft jetzt den globalen Klimawandel. Die ballern uns hier mit Vogelschredderanlagen zu. Das ist der Wahnsinn. Oben am Kohlekraftwerk, da haben sie Solarpaneele hingepflanzt, da war vorher Wald. Ja? Bin dann abgeholzt, gerade als ich 3 Jahre gezogen bin, vor 8, 9 Jahren. Ja, schöne junge Bäume, die waren noch nicht so alt, aber ja, haben sie einfach komplett platt gemacht und haben da Solarpaneele gepflanzt. Und wenn es dann, das klingt ein bisschen, wenn dann die Sonne mal so richtig da drauf ballert, ja, dann produziert das Ding so viel Phantomstrom, der in den Boden abgeleitet werden muss. Weil mein Standpunkt zum Thema grüne Energie ist, wenn man das machen möchte, dann kann man das ja machen, aber da muss man halt auch die Überproduktion speichern. Ne? Und dieser Aspekt wird ja von der Politik komplett ignoriert. Und die Industrie hat da auch noch keine praktische Lösung. Also es gäbe Möglichkeiten mit Wasserpumpanlagen, das heißt, du hast 2 Becken und jedes Mal, wenn du zu viel Strom hast, pumpst du das Wasser von unten von dem tiefer gelegenen Becken ins höher gelegene Becken, und wenn du dann Strom brauchst und gerade kein Wind und keine Sonne da sind, fließt das Wasser wieder runter und durch eine Turbine und erzeugt Strom. Der Wirkungsgrad ist sehr gering, aber das wäre eine Lösung, die es gibt. Oder es gibt Möglichkeiten mit Wasserstoffanlagen, die den Überstrom in Wasserstoff, in die Wasserstoffproduktion oder eine andere Gasproduktion. Entschuldigung. Ja. Investieren. Genau. Und dann quasi, wenn kein Wind und keine Sonne da sind, dieses Gas verbrennen und dann damit den fehlenden Strom machen. Aber das gibt's, das ist alles sehr Geld, sehr Platz und sehr energieintensiv, das aufzubauen. Und das wird eben nicht gemacht. Und das ist die Debatte, die wir eigentlich führen. Ja, nicht die Frage, ob es einen Klimawandel überhaupt gibt, sondern die Debatte zum Klimawandel ist, wie sinnvoll ist es, diese Energiewende jetzt hier voranzutreiben. Vor allem, wenn man bedenkt, Deutschland ist ja im Grunde genommen das einzige Land, das da massiv voranschreitet. Also das Narrativ ist von unserer pseudo-rot-grünen Regierung, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen müsse. Oder ich würde sagen, Deutschland geht mit gutem Beispiel voran in den Untergang. Ja. Deutschland beeinflusst weltweit CO2-Anteil in der Luft von 0,00028%. Selbst nach den Formeln des EPT liegt der Anteil nur bei einem unter einem Tausendstel Prozent auf die Temperatur. Der gesamte Irrsinn, Ihre... Ja, also, ne, größtenteils falsch. Er hat sich um 0,0002 am deutschen Anteil, Prozent am deutschen Anteil hat er sich verrechnet. Das ist größtenteils falsch. Ja, hier nochmal
Da. Nochmal 4,9% weltweit. Und diese Grafik ist dann der Gegenbeweis, dass die Natur das ausgibt und wieder aufnimmt, aber das nicht aufnehmen kann. Ja, genau. Warte mal, dazu machen. Ja. Ich benutze, ich mache ja eigentlich alles immer übers Telefon. Deswegen ist das ein bisschen ungewohnt. Ach, da ist ja noch was. Ich habe ein bisschen an der Ansicht geschraubt, dass die Elemente ein bisschen größer dargestellt werden, damit ihr das auch vom Mobiltelefon aus noch gut erkennt. Bin jetzt ziemlich spontan geweckt worden. Vom schreienden Kind. Und dann, da bist du halt mal hellwach, komm, dann mach ich das Video mal. Hab ja meistens nur, ja, müsst ihr auch mal angucken. Hab da ja, ja, genau, da ist der Film. Da ist der Film. Mögliche Quellen. Hier habe ich euch alles reingepackt in der Beschreibung. Ja, also, worum geht's der letzten Generation? Dann die Erklärung. Offizielles Narrativ und die Fakte. Ja, was der menschgemachte Klimawandel überhaupt ist, dann von Clownswelt, wer die letzte Generation eigentlich bezahlt, etc. Dann, ja. Ist jetzt das CO2 schuld oder nicht? So, dann seht ihr, das geht eine Stunde lang. Da habe ich verschiedene Videos euch da reingelegt, die ich interessant finde zu dem Thema. Dann noch eine halbe Stunde lang die Frage, ob der Ökostrom überhaupt die Lösung ist. Muss man ja auch gesellschaftlich diskutieren, wie gesagt. Ja. Wird ja immer von dieser Diskussion wird ja immer darauf rüber, dass das ganze Klimaleugner werden. Darum geht es ja gar nicht, das Klima zu leugnen. Niemand leugnet das. Wenn es doch welche gibt, da kann man nur den Kopf schütteln, wenn man sagt, ja, Klimawandel gibt's nicht. Wollte ich mal noch eine Grafik dazu. Findet man ja ganz leicht. Eisbohrkerne, Klimawandel. Hier. Ja, Faktenchecker. Ja, das ist die Grafik, warte mal, wie geht das so? Ja, kann man das größer machen? Ja, besuchen. Ja, geht eigentlich. Ja, so.
Also CO2 und Temperatur in den letzten 400.000 Jahren. Abbildung 3. Vostok-Eisbohrkerne. Abbildung übernommen von skepticalscience.com. Das ist mal eine schöne Quellenangabe, ne? Und hier sehen wir, die Temperatur steigt, das CO2 folgt, die Temperatur. Hier ist es andersrum. Ja. Hier fällt die Temperatur, das CO2 folgt. Hier steigt die Temperatur, das CO2 folgt. Also die beeinflussen sich gegenseitig. So, das geht bis dahin. Und dann sind die einfach hingegangen. In der Grafik sieht man das dann schön. Hier der letzte Zwuggel im Vergleich zu hier. Haben die dann einfach nochmal verlängert. Das sind aber Computerdaten, die in diese Grafik eingefügt wurden. Temperatur, CO2. Und dann das Ganze natürlich auch noch so zusammengeschoben, auch eine Größe, dass man es schlecht ablesen kann. Aber hier seht ihr auch, Temperatur steigt. Und da folgt erst das CO2 nach oben. Und man kann da nicht einfach diese Schlussfolgerung umdrehen um 360 Grad. Wie das unsere grüne Außenministerin so macht. Und sagen, ja gut, wenn also die Temperatur ansteigt und das CO2 dann folgt, dann geht das andersrum auch. Also man vertauscht hier Ursache und Wirkung. Das ist halt, ja. So, dann ein Thema, mit dem ich mich schon vor vielen Jahren sehr lange beschäftigt habe. Spart das Wärmedämmverbundsystem Energie ein? Ich möchte mal den Konrad Fischer zitieren und sieht, wo die Grünen wohnen. Also bauphysikalisch. Ob das überhaupt Sinn macht, diese ganzen Umbaumaßnahmen. Was mir da so spontan einfällt, Wärmedämmung, schwer entflammbar. Google, muss man ja noch umstellen auf DuckDuckGo, wie ich das auf dem Handy habe. Dämmstoff, diese, was? Viele Dämmstoffe sind nicht brennbar oder gelten als schwer entflammbar. Das, was da auf die Fassade geklebt wird, das ist aber. Das ist aber leicht entflammbar und die Industrie hat dann die Prüfverfahren so manipulieren dürfen, ja, dass sie als schwer entflammbar eingestuft werden. Also die Dämmwolle, wir reden hier von dem meistverwendeten Styropor,
Es ist als Verbundsystem. Als System hier. Nur als System lässt sich das als schwer entflammbar verbauen. Das Hauptmaterial ist aber leicht entflammbar. Auf jeden Fall, ja, das Thema ist in der Gesellschaft da. Und das muss man, darüber muss man diskutieren können, ohne dass man in die rechte Ecke gestellt wird. Ja. Ohne dass man als Klimaleugner beschimpft wird. Es sind nicht alle Fragen dazu beantwortet. Und unsere Medien könnt ihr euch ja reinziehen und überprüfen, ob meine Behauptungen stimmen. Die sind da sehr einseitig. Inzwischen gehen sie ja hin und behaupten, dass der Meeresspiegel steigen würde. Ja, also Holland ist noch da. Ich als Kind der 90er, ja, kann mich noch gut erinnern, bis im Jahr 2000 wird kein einziger Baum mehr in Deutschland stehen. Ja, dann kam der Sturm Lothar und hat uns da im Schwarzwald die Bäume an der Bergspitze abrasiert. Der böse Wald, anstatt dass er einfach tot ist. Hier sind da oben auf den Bergen einfach neue Bäume gewachsen. Ah Gott, wir haben einen Zuwachs an Wald in Deutschland. Natürlich geht die Debatte viel weiter. Ja. Die Frage ist halt immer, was macht das mit dem weltweiten Klima? Nicht hier in Deutschland. Ja, das macht keinen, meiner Meinung nach, dass es keinen Sinn macht, dass nur Deutschland mit gutem Beispiel voran in den Abgrund marschiert, sondern die Frage ist halt, was macht das weltweit mit dem Klima, wenn die Regenwälder für Nutella abgeholzt werden, ja, Palmfett. Was macht das mit dem Weltklima, wenn die Flüsse vergiftet werden? Was macht das mit dem Weltklima? Kann ich euch so spontan auch noch empfehlen hier. Genau. Was passiert mit der Flora und Fauna? Ja, das ist ein Thema, wofür ich mich begeistern kann. Da. Hier, das hier zum Beispiel. So gut. Ja, Desktop. Project Ocean Cleanup. Oh, jetzt hängt das Internet wieder. Die fangen also schon in den Flüssen den ganzen Müll ein, bevor er überhaupt sich im Ozean verteilt, und baggern das dann raus. Das sind dann zum Beispiel Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Meiner Meinung nach, zum Thema Klima und Umweltschutz. Und könnte es sein, warum hängt denn das Internet immer? Das Beste von der Telekom.
Es ist mitten in der Nacht, es ist 1 Uhr und das Internet ist lahm wie Sau. Also von der 16.000er Leitung, die wir bezahlen, bekommen wir, weiß ich nicht, knapp die Hälfte. Ja. Also den Kanal hier kann ich euch auch empfehlen. Das finde ich interessant. Das, da muss die Menschheit hingucken. Dass der Müll, der in den Straßengraben geworfen wird, dass das härter bestraft wird. Und beim Geld tut's nicht weh. Die Leute, die ihren Müll aus dem Auto schmeißen und erwischt werden, sollen sich diese hübschen Kittel anziehen und dann mal 6 Wochen lang die Straßengräben wieder sauber machen. Ja. Das wäre mal... Genau. Das wären mal Themen. Also, den Film könnt ihr euch auch mal reinfalten. Ich pack euch den hin. Ja, in die Infobox, wo ihr jetzt meinen Frieden zu uns seht. So, ja, Kurzfassen ist nicht meine Stärke, also recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich muss öfter in die Kamera gucken. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, wie oft ich so eine Videos machen werde, weiß ich noch nicht, aber ich bin halt auch nicht der Typ, der um Abos bettelt. Ich habe auch nicht vor, diesen Kanal zu monetarisieren. Ich bin, das was ich hier mache, ist finanziell unabhängig, das mache ich aus reinem bestem Gewissen und Gewissen. Und mit dem Ziel, dass wir als Gesellschaft eine sachliche Diskussion hinbekommen. Und sonst für gar nichts. Ja. Aber, wie gesagt, bei Geschichten aus Wikihausen könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder bei Clownswelt, der macht halt öfter mal Werbung für die AfD. Als Gegenpol dazu empfehle ich euch dann auch noch die Nachdenkseiten. Die hinterfragt das ja auch anders und kritisch. Die könnt ihr auch gerne abonnieren. Ja, nur mal so. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal vielleicht. Warte mal hier. Outro. Ja. Ich bin übrigens für den Weltfrieden. Und gegen Waffenlieferungen. Und gegen die deutsche Beteiligung an den internationalen Kriegen. Und für Verhandlungen